Und da sind wir wieder bei einer weiteren Runde von Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King. Wir sind bei einem neuen, wunderschönen guten Morgen. Und der damit beginnt, dass eine Party komplett ausgelöscht wurde. Auch schön. So, unser Elementit erholt sich langsam wieder. Nicht, dass wir es bräuchten. So, oh, den Boss besiegen. Aber hallo. Auf, meine Süßen. Auf und davon. So, da ich bezweifle, dass ihr den Boss in einem Tag besiegt, skippe ich mal. Na, ganz im Ernst. Wer von uns denkt allen Ernstes, dass sie den Boss in einem Tag platt machen? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So, da wurden zwei vom Boss geschrubbt, auch schön. Sag ich doch. So, und die andere Gruppe kann mal hier die, das Areal ein bisschen weiter erkunden. Dann ist der Boss nämlich einfach so normalerweise. So, einmal hier. Und einmal hier. Und in dem Sinne, gute Nacht. Auf zu einem neuen Tag. Mal sehen, wie weit die diesmal gekommen sind. Oh wow, da hat es eine komplette Party erwischt. Mal wieder. Naja, das wird uns hier wahrscheinlich auch öfter passieren. Everling Drake, ist der Boss oder ist das... Nee, gar nicht. Chimera plus drei Foes müsste der Boss sein. So, und ihr schaut euch das mal aus der Nähe an. Dann mal los. Und dann mal los. In der Zwischenzeit. Ja, ich weiß, dass du Sword Metal brauchst. So, pushen wir die Daggers noch ein bisschen hoch. Und gute Nacht. Und ein weiterer Morgen. Jetzt sind wir schon bei Tag 150. Oh. Habt ihr irgendwas geschafft? Naja, immerhin gab es kaum Chaos. Na, machen wir den einen Behest. So, ihr seid unterwegs. Wer ist unterwegs? Naja, die werden das wohl kaum schaffen. Super, jetzt skippen wir wahrscheinlich den ganzen Part lang die Tage, bis der Boss platt ist. Schön. Da kommt da Freude auf. Da kommt Freude auf. So, wieder. Das ist so ermüdend. Ich muss mich, ja, ich muss mich auch ausruhen.
Ja? Lass mich raten, wieder nichts? Es würde mich zumindest nicht wundern. Oh wow, ich will mir nicht angucken, was sie gemacht haben. Ah, toll. Wisst ihr was? Ihr habt das eigentlich nicht verdient, ne? Aber ich brauche eure Moralkurs dadurch. Außerdem sind dann unsere Abenteuer wenigstens wieder frisch. Und weil ich keinen Bock habe, mehr hier rumzurennen und die Leute anzuquatschen, lege ich mich gleich wieder schlafen. So. Will ja auch mal fertig werden. Das ist zwar die größte Verschwendung für einen Feiertag, den man überhaupt haben kann, aber hey. So, alle wieder frisch. Na, hoffentlich. Was macht ihr eigentlich an so freien Tagen? Ah, okay. Ihr relaxed. Hätte ich auch gemacht. So. Und jetzt haut den zu Brei. Mach den so richtig fertig. So. Hi. Oh, das ist... ich wollte das nicht. Ich will doch nur schlafen gehen. Gute Nacht. Dieses Spiel macht mich fertig. Es ist nicht sonderlich fordernd von der spielerischer Hinsicht her, ne? Aber es reicht, um aus meinem... Oh, ist ein Draht. Schön. Hat der Feiertag doch was gebracht, um aus meinem Hirn Mousse zu machen. Ja, ist ein Draht. Sehr schön. Hat die Chimera besiegt und der Tempel von Kuru wurde eingenommen. Sehr nice. Hast du mir ein bisschen Stärke verdient. So, und damit sind wir hier beim Schrein des Erwachens. Mit dem Dark Lord als Boss. Und dann haut mal rein. Aber natürlich. Der Schrein ist natürlich im Zentrum des Tempels. Und auch der dunkle Lord. Aha. Ja, aber dort könnte auch König Epitaph sein. Wir sollten hingehen und ihn holen. Der große Showdown mit dem dunklen Lord steht bevor. Eure Majestät, wenn ihr bereit seid und eure Entscheidung getroffen habt, dann solltet ihr einen Behälter stellen. Haben wir den nicht schon bestellt? Ich meine, er stellt. Bestellt habe ich auch was. Meine Kündigung. Kommt nur leider nicht. Das Problem ist, wenn man König ist, man kann nicht kündigen. Meine, wir sind ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, je nachdem. Und wenn wir jetzt sagen, nö, machen wir nicht mehr. Wer übernimmt das denn dann? Unser Vater ist weg und deswegen sind wir ja schon. Wir sind ja schon die zweite Wahl, wenn man so möchte. Übernimmt Scheint dann das Königreich? Sie hat ja kein königliches Blut. Niemand hat königliches Blut. Es sei denn, ich habe natürlich noch ein Geschwisterchen, von dem ich nichts weiß. Oh wow. Welchen Level ist der Schrein? So. So, dann ruhen wir uns mal aus. Vielleicht sollten wir ja die eine Taverne wieder hinsetzen, die da noch fehlt. Dann steht die da wenigstens. So, wie geht's dem Dungeon? Wie es meinen Leuten geht, ist mir egal. Wie geht's dem Dungeon? Ist der schon kaputt?
Dauert nicht mehr lange, gut. Oh, 25 ist der, was war der? 23. Krass. Dafür kommen die da echt gut durch. Na gut, wir haben jetzt auch ein paar Diebe mehr, ne? Vielleicht geht's da. Also. Dann stelle ich jetzt einfach mal aus Witz und Tollerei, weil ich es kann, die letzte Taverne wieder hin. Damit sie hier steht. Und dann sage ich, gute Nacht. Das war anstrengend, ich muss jetzt schlafen. So. Tag 157. Alter, haben wir viel Geld. Oh, schön. Das ging aber flott. Wir werden alle verfügbaren Abenteurer losschicken, um den dunklen Lord zu besiegen. Es kann kein anderer Beherrscher gepostet werden. Wollt ihr fortfahren? Besiegt den dunklen Lord. Macht ihn fertig. Haut ihn aufs Maul. An diesem Tag... Endlich hat der König bzw. die Königin den Behest erlassen, den dunklen Lord zu besiegen. Es sind alle da, Milady. Also Leute, ihr geht da jetzt hin und dann haut ihr den Eulen auf die Fresse und zwar richtig. Und wenn er auf dem Boden liegt, dann treitet ihr nochmal nach. Und dann zeigt ihr die Mittelfinger und spuckt auf ihn. Den dunklen Lord zu besiegen und den Frieden in unserem Königreich. Besiegt den dunklen Lord und stellt den Frieden in unserem beliebten Kristallding wieder her. Und noch eine Sache. Das mag ein bisschen selbstsüchtig von meiner Seite aus klingen, aber... Wenn der Kampf vorbei ist, dann rettet bitte meinen Vater, der ungerechterweise vom dunklen Lord die ganze Zeit lang eingesperrt wurde. Die Königin sprach mit einem gewissen Grad Embarrassment. Mir fehlt das Wort. Ich weiß, was es heißt, aber es liegt mir auf der Zunge. Denkt es euch einfach. Die Demütigung. Aber das müsst ihr uns doch nicht fragen, eure Hoheit. Natürlich machen wir das. Betrachtet es als erledigt. Wir werden an euren Vater denken, als wäre er unser eigener. Ich kann es gar nicht erwarten, König Epitaph in unserem neuen und verbesserten Königreich willkommen zu heißen. Kommt schon, Leute! Die Abenteurer sind kurz davor, loszuziehen! Wie kommt es, dass nur ihr hier seid, um die Abenteurer loszuschicken? Das ist doch nicht fair, Milady. Ja, wir gehören auch zu diesem Königreich. Ach, bitte, Leute. Was? Ihr habt auf jeden Fall das Baking der Königin, also habt ihr nichts zu befürchten. Und jetzt los, kraut sie zu Brei, Gang! Und kommt sicher zurück. Ich habe eine gute heiße Mahlzeit für euch heute Abend vorbereitet. Der Vater, unser aller Vater, hat seinen Weg verloren. Ihr müsst ihn nach Hause führen, damit wir gemeinsam die Reichhaltigkeit unseres Landes genießen können. Los, schnappt ihn euch. Haut ihn zu Brei. Und gibt ihn ein Fick dich von mir mit. In diesem Tonfall bitte.
Im Gleichschritt. Und eins und zwei. Und eins und zwei. So, was machen wir jetzt? Hinfallen. Was denn sonst? Hm. Sie ist erwachsen geworden. Und nicht nur die Königin. Wenn der Frieden kommt, dann kannst du auch tun, was du willst. Eure Majestät, das könnte meine letzte Gelegenheit sein. Deshalb will ich euch sagen... Ich werde mich immer an die Wichtigkeit des heutigen Tages erinnern und jeden Tag danach. Wenn ich eines Tages eine Mutter sein sollte, hoffe ich, dass ich auf diesen Tag zurückblicken kann und lächeln kann, während ich meinen Kindern diese Geschichte erzähle. Jedes Detail, jedes Wort, das gesprochen wird, wird in meine Notizen eingehen. Hat sie den Satz nicht gerade mit... der Dark Lord hat eine Anzeige. Guck mal, Pavlo, da unten ist eine Anzeige. Ist er hier nicht gerade losgelaufen? Warum gebe ich überhaupt diesen Behest, wenn die Leute da sowieso da sind? Los, Leute, haut ihn zu Brei. Macht ihn kaputt. Los, 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 du schaffst es. Mach ihn kaputt. Los, hau ihn auf die Fresse. Naja, ich lege mich schlafen. Wir wissen ja hoffentlich alle, dass wir nicht in einem Tag besiegt sind, ne? Wer ist denn bitte so naiv und denkt das? Jetzt Boss besiegt. Okay. Ihr wart nah dran, oder? Sechu. Wenn ich nur diesen letzten Angriff ausgewichen wäre. Aber solange wie du noch am Leben bist, wirst du noch eine Chance bekommen. Hallo, du da hinten! Ich stehe 2 Meter vor dir! Eure Majestät, der Dunkle Lord muss sehr geschwächt sein. Ich empfehle, dass wir einen Plan formulieren, um ihn anzugreifen, basierend auf den Reports von morgen. Also, dass wir basierend auf den Reports von morgen eine Strategie formulieren, um ihn anzugreifen. So wäre der Satz korrekt. Okay, dem entnehme ich, unsere Abenteurer haben auf die Fresse gekriegt. Ja, sie haben ein wenig auf die Fresse bekommen. Aber nur ein bisschen. So, mach den kaputt. Mach den kaputt. Mach den kaputt. Muss ich mir die Katzen jetzt nochmal angucken? Tschüss, Leute. Bis heute Abend. Wir sehen uns. Oh wow, ihr seid ganz schön weit gekommen, Jungs und Mädels. Das war doch nicht schlecht. Meine Güte, dass sie so weit gekommen sind, hätte ich nicht gedacht. Das motiviert doch. So, gab es wieder Verletzte? Oh ja, es gab Verletzte, aber es leben noch einige. Und das Schöne ist, die Leute, die heute leben, werden da hingehen und aufs Maul kriegen. Und dann gehen dann die, und morgen können dann die hingehen, die heute aufs Maul gekriegt haben. Die wechseln sich quasi damit ab, aufs Maul zu kriegen. Ist das nicht schön? Und wieder aufs Neue. Alter, die Katzen hätte man sich aber auch schenken können, oder? Einmal reicht, Leute. Einmal reicht.
Winke, winke, tinke, winki. Wow. Alter, ihr macht ihn ja jeden Tag mehr fertig als den Tag davor. Also, was ziemlich relativ ist, aber so von der Prozentanzahl seid ihr diesmal weitergekommen, oder? Es ist wirklich schön, wenn man sich zurücklehnen kann und dabei zugucken kann, wie andere Leute den Endboss vermöbeln. Sehr fordernd. Die geben denen da ja richtig Prügel. Na gut, der teilt aber auch gut aus. Oh, sind wir durch? Hi, Scheim. Milady, die Abenteurer sind zurück. Ah, geben wir ihnen einen Willkommensgruß, den der eines Helden würdig ist, eure Hoheit. Es ist noch nicht vorbei. Vor langer Zeit hat der größte König, der je über dieses Land geherrscht hat, seine Freunde, Familie und seine eigene Seele geopfert, damit dieses Königreich groß wird. Sefi, du weißt es sicherlich bereits, dass der größte Herrscher das Gewicht der Krone alleine tragen muss. Eure Hoheit! Wie kann das sein? Ich dachte, ich hätte ihn erledigt. Oh, dänischer Joghurt, aber sehr gut. Ah, eine verblassene Seele möchte jemand in das Reich des Toten mit sich ziehen. Wie kann... Oh, Milady... Wenn du jemanden nehmen willst, dann nimm mich. Ah, du willst also in letzter Minute versuchen, deine Familie zu bewahren? Das hat mich mal sehr wehgetan. Du bist nur ein kleines Schutzschild. Das Reich wird nicht ausreichen, um deinen kleinen König zu beschützen. Gib uns die Königin zurück! Piu! Sehe die Kraft der standfesten Loyalität! Kristalling ist unsere Heimat, die von unserer geliebten Königin ins Leben gerufen wurde. Ihre Majestät ist nicht allein. Also, gebt ihr endlich auf? Sefi. Du bist wirklich zu jemandem geworden, der ich immer sein wollte. Aber ich konnte nie das Herz meiner Leute für mich gewinnen. Ende ist, meine Tochter. Habe ich deines gewonnen?
Oh, kleine Königin. Du bist eine Vorzeigeherrscherin geworden. Hast ein Königreich auf der Grundmauer der Träume deiner Leute aufgebaut. Obwohl es nicht so scheint, als wärst du dem würdig. Hast du dir wirklich den Titel des Erzlordes verdient? War's das? War's das? Bin ich frei? Bitte lass mich frei sein, Kristalldling. Tag 160. Wir haben es geschafft, Milady. Wir hätten es nicht geschafft, diesen Sieg zu verbuchen, ohne die Hilfe von jedem Einzelnen hier in Kristalldlingen. Es war eine lange Reise. Und eine schwierige Aufgabe, unser Königreich wieder aufzubauen. Aber wir haben alle in euch geglaubt, eure Hoheit. Ihr seid unser Leuchtfeuer der Hoffnung. Die Abenteurer, die unseren letzten Kampf gekämpft haben, haben sich alle versammelt. Lasst uns ihren glorreichen Report anhören. Ah, dänischer Joghurt. Ich wusste es. Eines Tages würdest du die Welt retten. Lass mich raten, es war in Wirklichkeit so, Jack und seine Leute, macht ihn fertig, diese Sau, hatte noch ein KP, Jack, oh, ich kann nicht mehr. Und der dänische Joghurt, mihihi, puk. Und der Lord, oh, ich bin tot. Und der dänische Joghurt, yay, ich hab's geschafft. So war es in Wirklichkeit. Die mutige Seele, die den letzten Schlag gegen den dunklen Lord geschlagen hat, ist der dänische Joghurt. Bitte suche eine Medaille aus, die du dem dänischen Joghurt geben willst. Ich gebe ihm nur Stärke. Und das war unser letzter Report, Milady. Aber wenn ich das so sagen darf, Milady Sefi, das ist nicht das Ende, nur der Anfang von Kristalling. Lass uns unser Bestes geben, um Kristalling zu neuen Ruhm zu verhelfen, der generationenlang anhalten wird. Unsere Leute warten draußen, Milady. Gehen wir raus und feiern diesen glorreichen Tag mit ihnen. Heil Königin Sefi! Heute ist der Morgen eines neuen Tages im Reich. Wir feiern die Krönung unserer lieben Königin. Ah, seine Majestät ist da! Wie, darf der nicht im Schloss? Wo muss der jetzt draußen schlafen? Heil dem König! Das ist mir peinlich. Als erstes, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mich als König willkommen heißt. Ich weiß, ihr alle habt persönliche Opfer dafür gebracht. Ihr habt alle eine wunderbare Arbeit im Wiederaufbau des Reiches getan. Erledigt, gemacht, whatever. Pustekuchen. Aber wir wissen alle, wer die meiste Arbeit geleistet hat. Aus diesem Grund möchte ich der königlichen Krone abbitten, und sie an meine Tochter weiterreichen. Wann bist du so groß geworden? Und damit werde ich ab heute abdanken. Eine neue Königin besteigt den Thron.
Königin Sefi, euer Königreich erwartet euch. Was war ich denn vorher? Aushilfskönigin? Königin auf Zeit? Wenn ich vorher schon Königin war, könnt ihr mich jetzt nicht nochmal krönen. Das geht nicht. Naja, eigentlich schon, weil König Nummer 1 ist weg, zweite Hand übernimmt, König Nummer 1 kommt wieder, zweite Hand muss abdanken. So läuft das normalerweise. Königin Sefi! Lang lebe die Königin! Willkommen zurück, Lord Epitaph! Und hiermit schwören wir unsere Loyalität dem strahlenden Kristall und unserer Königin. Wart ihr mir für etwa untreu? Dieses Spiel wirft Fragen auf. Und so war das Heimatland, das wir verloren hatten, endlich da. Und Stück für Stück führte es uns in eine hellere Zukunft. Warme Häuser, die uns ein Zuhause boten. Liebende Familien, die einen grüßten. Das gelobte Land, auf das wir gehofft hatten, wurde von einer Königin und ihren Leuten erbaut. Es mag nur eine kleine Welle im Fluss der Zeit sein, aber dieses ewige Geschenk, aber es ist ein ewiges Geschenk für die Generationen, die noch kommen. Eure Majestät, wir sollten diese Geschichte fortsetzen. Eine Aufzeichnung der Chroniken unserer Leben und derer, die folgen. Ja? Ja? Ah, das sieht mir sehr nach Abspann aus. Ja, endlich, ein Abspann. Was ist es denn geworden? Ein Abspann. Oh. Ich muss echt sagen, so gegen Ende hin hat sich das Spiel echt ein bisschen wie Kaugummi gezogen. Es lag auch teilweise echt, war auch echt mit dem Grund, warum es jetzt so ein paar Tage immer ausgefallen ist, weil ich echt keine Lust hatte, dann hier die ganze Zeit zu sitzen und die Mimo zu schütteln, um andauernd die Tage zu skippen. Aber trotzdem ist es ein Spiel, das ich sehr gerne mag. Warum, weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach total süß aufgebaut ist und ich es einfach mag, die Stadt weiter aufzubauen. Und vor allen Dingen denke ich auch, dass es daran liegt, dass es ist nur ein WiiWare-Titel. Der kostet, ich glaube, 15 Euro kostet das, 30 mit den ganzen DLCs. Ja, die DLCs sind nochmal so teuer wie das Spiel an sich insgesamt. Und aber da ist so viel Inhalt mit drin, was einem so gar nicht erklärt wird, aber halt so, dass man halt in-game mehr für sich herausfinden muss, wie das mit den Abenteuern so funktioniert, wie das mit den Haushalten funktioniert, dass die Leute hier Freunde haben, ihre Nachbarn haben, miteinander gut auskommen oder nicht gut mit auskommen und so. Das ist schon, für einen WiiWare-Titel ist das schon nicht schlecht, das von der Tiefgründigkeit her. Für ein Vollpreisspiel reicht's aber bei weitem nicht. Von daher bin ich froh, dass das nur als WiiWare-Titel rausgekommen ist. Was ich halt aber schade finde, ist, dass du halt ab einem gewissen Grad nichts mehr zu tun hast, so wie wir. Wir konnten absolut nichts mehr bauen. Unser Elementit war aufs Maximum und wir konnten quasi die Tage nur noch rumrennen und mit den Leuten reden. Was auf Dauer auch nicht das Kreativste ist und das, was einen an der Stange hält. Also da hätte ich mir echt gewünscht, dass du vielleicht noch zwischendurch irgendwas anderes machen kannst, um die Zeit zu vertreiben.
Aber wie gesagt, ich bin froh, dass wir endlich durch sind. Und vor allen Dingen, ich bin echt überrascht, wie schnell das am Ende ging. Ich hätte echt gedacht, dass der Dunkle Lord echt noch ein bisschen mehr aushält. Apropos Dunkler Lord, es gibt aus der Crystal Chronicles-Reihe noch einen weiteren Rebirth-Titel. Der ist ein Jahr später rausgekommen als My Life as a King, nämlich My Life as a Dark Lord. Wo man dann denkt, ah, das ist wahrscheinlich das Gegenseitige, dass man dann irgendwie eine Festung aufbaut oder so. Ist es auch, aber das Spielgeschehen ist ein bisschen anders. Man baut einen Turm und das Ganze ist dann mehr so ein 2D-Dungeon-Crawler, wo man dann quasi versuchen muss, die Abenteurer aufzuhalten. Was witzig ist, dass halt auch Charaktere wie halt unser kleiner König, Scheim und so dort vorkommen und auch als mit angreifen. Das finde ich ziemlich witzig, aber ansonsten soll der Titel wohl nicht so gut sein wie My Life as a King. Beziehungsweise er ist vom Spielprinzip halt auch ganz anders. Ja, grafisch, musiktechnisch. Naja, ist ein Weaver-Titel, ne? Sieht sich gerade die grafische Innovation. Musik ist übrigens von den gleichen Komponenten, die auch Crystal Chronicles für den GameCube gemacht haben, was einen wunderschönen Soundtrack hat. Das merkt man hier auch ein bisschen. Denn für einen Weaver-Titel ist der Soundtrack wirklich sehr gut. Ich mag ihn auch sehr gerne tatsächlich. Und, ja, wie gesagt, von Design. Ja gut, ist schon ein bisschen faul, dass man von Crystal Chronicles einfach die Modelle importiert hat. Ja. Das ist sehr, sehr faul. Aber gut, ist ein Weaver-Titel, ne? Oh, das Ende. Endlich. Ich bin so froh. Ich bin frei. Oh, wir haben einen A-Rang. Game clear. Difficulty normal. Okay, wir haben 160 Tage verbraucht. Wir haben 35 Dungeons besorgt. Unsere Zivilisten oder unsere Einwohner sind auf Rang S. Abenteurer sind auf Rang A. Das heißt, wir haben wahrscheinlich zu viele Tage gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Deswegen haben wir da nur ein B drin. Aber immerhin bei den Zivilisten oder bei den Einwohnern haben wir Rang L. Das ist auch schön. Mit Rang A bin ich zufrieden. Willenskraft mal 4. Oh, Intellekt mal 4. Agility mal 4. Dexterity mal 4. Toughness mal 4. Strength mal 4. Bitte wähle einen Speicherstand aus, um dein Spiel zu speichern. Nein. Da, Tag 3. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, die letzten Spieldaten, die darin gespeichert sind, zu wählen, wenn du sie überschreibst. Aber wenn du jetzt speicherst, kannst du dein Spiel von hier fortsetzen. Möchtest du fortsetzen? Ja. Da ist mir doch gleich der Nunchuck aus der Hand gefallen. Naja, was wir gerade gemacht haben, wir haben jetzt quasi einen zusätzlichen Speicherstand angefangen, wo wir quasi das Ganze eine Schwierigkeitsstufe höher spielen könnten, wenn wir den wollten. Und dann quasi die Story auf höherer Schwierigkeitsstufe zu spielen. Sagt der Name, Schwierigkeitsstufe. Jedenfalls, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, auch wenn es am Ende meiner Meinung nach ziemlich wie Kaugummi war. Könnt ihr eure Meinung einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zum nächsten Projekt wieder, was auch immer das ist. Ihr könnt natürlich auch gerne in den anderen Projekten nochmal reinschauen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und wenn euch das Let's Play gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es nicht gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen nach unten da lassen. Dann weiß ich Bescheid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Und ich verabschiede mich für das Erste, wie immer, mit einem einfachen Ciao.